Hallihallo und willkommen zurück zu Mad Evil 2 Total War, wo wir uns immer noch im Krieg befinden mit Frankreich. Der Papst, der ist relativ ruhig aktuell. Ich glaube, wir dürfen die Franzosen also an diesen Orten attackieren. Wo sind meine Leute? Ich bin mir da gerade nicht so ganz sicher. Wer ist der bessere General? Ich nehme mal den hier mit. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ach, wir haben auch nur verletzte Truppen aktuell. Ha, hier kommen wir gerade nicht so gut voran. Hier, die Truppen sind auch nicht mehr ganz so fit. Ich würde sagen, da sammeln wir das Heer mit Leuten, die noch relativ fit sind. Hier zum Beispiel sind noch 100 dabei. Hier noch 100. 96, 96, 96, 97, 60. Dann nehmen wir die erstmal mit, begeben uns hier an den Kartenrand. Heute gehen wir. Was geht denn hier noch? 147, 147. Mein König. 250er, hier ist auch noch ein 157er. 70, 78, 62. Nehmen wir die auch mal mit. Verbinden die Truppen. Und dann würde ich nämlich sagen, versuchen wir einfach. Oh, ist das der König? Nee, das ist ein Hauptmann. Wohin geht es? Der will gerade nicht. Ja. Bereit machen zum Entern und angreifen, Männer. Ach komm, wir schaffen das. Ach nein. Weg hier, wir müssen uns zurückziehen. Als ob der abhaut. Komm zurück. Heute bis können wir nicht weiter, Kapitän. Mein Herr. Du kannst ja auch nicht weiterfahren aktuell. Das ist sehr, sehr schade. Antwerpen. Ach so, wir hatten da ja Truppen ursprünglich hingeschickt. Eure Befehle? Ja. Weil die einen auf Rebellen machen wollten. Marschiert. Gut, wie sieht's denn auf dem Festland aus? Ja. Könnte natürlich deutlich besser aussehen, ne? Hä, wo ist es denn hin? Ach, da ist es doch. Ich wollte schon sagen, was geht denn hier ab? Hier haben wir schon richtig viele Langbogenschützen mit drin, aber ich traue dem Polen nicht, deshalb warte ich hier aktuell noch. Unser Gesandter hier hinten. Aber natürlich, mein Herr. Der rennt immer noch durch die Gegend auf der Suche nach irgendwas. Während ich hier diesen französischen Hauptmann leider in der Nähe habe. Na gut, wir können erstmal nichts weiter tun. Wir spielen weiter. Ach, guck mal, den Kaufmann hätte ich fast vergessen. Der geht jetzt ganz beruhigt zu seiner Handelsware rüber. Die huldigt uns wieder. Das dachte ich mir nämlich, die wollen Krieg. Die sollen uns in Ruhe lassen, die Polen. Wir geben nicht auf. Zu den Mauern! Der Feind belagert uns! Ist eine sehr nette Sache von den Polen. Zu euren Diensten. Muss ich einfach sagen, ich glaube, der handelt schon mit der Ware. Die Polen wollen Ärger. Könntest du von mir aus haben, bis die angreifen können. Haben wir eine stärkere Verteidigung schon parat? Mal sehen, ob das was wird. Die Polen scheinen ja doch recht stark zu sein. Yo, was machen wir? Mein König! Wir marschieren weiter. Wir errichten in diese Richtung. Wohin geht es? Während wir versuchen, aus London eure Befehle, mein König, noch ein bisschen Verstärkung mitzubringen. Mein König, vorwärts! Ja, Kapitän. Kein Wind mehr, Kapitän. Wir segeln morgen weiter. Ach komm. Werf den Anker. Wir dann können sie die auch weiter hier rauslassen, wenn kein sie unbedingt Wind wollen. Mehr, Kapitän. Wir segeln morgen weiter. Hier auf dem Festland sind wir soweit fertig. Das ist natürlich eine beeindruckend unschöne Situation. Stehe zu Diensten. Die wir gerade aber auch nicht ändern können. Gibt es etwas zu besprechen, guter Mann?
Nur bestimmte Objekte können als Geschenk angeboten werden. Vielleicht können wir die ja ein bisschen freundlicher stimmen, wenn ich denen 200 Gulden gebe. Bündnis bringt nichts. Nein, ich werde nicht akzeptieren, wovon ihr sprecht. Warum wollt ihr kein Gold von mir? Seid ihr Bis blöd? Bis zum nächsten Mal. Wie kann ich helfen? Aber wenn das so ist... Ja! Na gut. Die Franzosen machen mir das Leben schwer, muss ich gestehen. Die machen mir das Leben so richtig zur Hölle. Jetzt wollen die Polen auch noch Ärger. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Oh, es kommt zum Kampf. Dann wollen wir mal. Versuchen wir, die Stadt zu halten. Nur mal sehen, was wir hier ausrichten können. Ob wir es schaffen, uns in der Schlacht zu halten. Positionierung starten. Wenn ihr versucht, eure Mauer zu durchbrechen, setzt dort eure Speerträger ein. Sollte der Gegner durchbrechen, läuft er in eine Masse von Speeren. Warum denn nicht hier? Ach, ihr seid schon da? Warum seid ihr hier? Der Feind wird doch bestimmt von vorne angreifen. Weshalb ich euch ganz gerne hier hätte. Auf der anderen Seite haben wir wohl gar keine. Wieso seid ihr hier hinten? Auf dem Turm dürft ihr nicht, gut. Stelle ich euch mal hier hin. Die sitzen hier unten rum, völlig sinnlos. Weiter! Marschieren! Weiter! Da dürfen sie anscheinend nicht hin. Marschieren! Weiter! Ja, hier dürft ihr hin, ne? Aber wenn ich euch hier drauf schicken will, dann rebelliert ihr. Ist klar. Wo seid ihr? Ihr seid da. Ihr macht bitte auch mal Feuer. Gut, ich denke, wir haben unser Bestes getan erstmal. Und der Feind kommt frontal, wie wir es erwartet haben. Sehr schön. Oh, jetzt kommen hier die Pfeile geflogen. Aber wieso kriegt denn der keinen Schaden, der Turm? Wir brauchen hier oben Speerries und zwar schnell. Wir haben doch extra Feuerpfeile genommen. Wieso kriegt ihr keinen Schaden, Mann? Wenn ich angreife mit Rampwirken, sind die immer voll schnell kaputt. Was soll das? Vernichtet sie! Die Leitern des Feindes haben unsere Mauern erreicht. Zeit fürs Abschlachten! Na, ich weiß ja nicht. Wer ist denn der General? Der muss ein bisschen zurückbleiben eigentlich. Da haben wir euch noch hier unten. Okay, passt auf. Der Feind rammt die Tore ein. Dann nehmt ihr ab jetzt normale Pfeile.
Weil wenn wir die nicht kaputt kriegen, dann bringt uns das auch nichts. Weil wieso fliegen hier immer noch Feuerpfeile? Normale Pfeile sollt ihr nehmen. Der feindliche Belagerungsturm hat unsere Mauern erreicht. Ich weiß, aber was soll ich tun? Schwerter Schach halten. Verflucht! Der Rambock des Feindes ist durch unsere Tore. Ah. Oh, die haben Speerwerfer auf Pferden, du. Heilige Handgranate. Und los geht's. Wir lassen die nicht rein. Kämpft wacker. Aber die scheinen auch gar nicht hier hoch zu wollen. Dann müsst ihr wieder runter. Und sehen, dass ihr hier hinten mithelft. Während wir hier draußen unser Bestes geben. Wieso tut ihr mir das an, ihr Polen? Ich will doch gar nicht mit euch fighten. Ja, jetzt kommen sie hier schon von den Türmen oben. Nicht gut. Heizen 5, 14, 5. Was macht denn ihr da? Ihr sollt doch hier lang. Oder kommen da welche drüber oder wie? Ich habe echt angefangen, hier runter zu gehen, glaube ich es denn? Die Helden. Nein, nein. 18,6 sieht doch eigentlich ganz okay aus aktuell. Hinten haben wir auch nichts weiter zu befürchten gerade. Die haben sich hier hinten verkrümelt. Ah, was habe ich gemacht? Ich wollte eigentlich das hier machen. Ich versuche immer noch eifrig hier reinzukommen. Ja gut, ich würde sagen, wir brauchen vor allem hier ein paar Kämpfer. Also geht ihr mal hoch zum Turm. Die scheinen nämlich vermehrt da hochkommen zu wollen. Aber wie gesagt, es sieht aktuell auch gar nicht so schlecht aus. Wir kämpfen wacker um die Stadt. Und haben auch noch relativ viel Munition aktuell. Die Feinde müssen jedenfalls ordentlich einstecken. Vor allem auf der Seite. Es sind auch alle am Feuern. Gut, gut. Los jetzt, ihr sollt da hoch. Sind alle hier hinten unterwegs, du. Landung.
Die wollen alle hier drüben angreifen, wie es aussieht. Wir brauchen hier mal ein bisschen mehr Leute. Also seht zu, dass ihr rüberkommt und zwar möglichst schnell. Weil hier hinten geht unseren Freunden auch langsam die Munition da mal aus. Aber die bleiben mal, wo sie sind, zur Sicherheit, falls sie dann doch wieder von der anderen Seite attackieren wollen. Hier ist nämlich aktuell so ziemlich die Hauptstreitkraft der Polen. Viele Reiter, mit denen sie nicht viel anfangen können aktuell. Und es auch gar nicht erst probieren. Ihr seid hier und ihr seid auch da. Schneller jetzt, ihr müsst euch formieren, wir haben keine Zeit für sowas. Dass die nicht hier lang rennen, das ist schade. So, seid ihr dann soweit bereit und könnt loslegen? Die wollen anscheinend nicht. Klappt das jetzt? Na, es sieht gut aus. Die marschieren los. Unsere Schützen. So ein paar polnische Luder, die hochkommen wollen. Aber wir haben hier ja schon Speerträger, ne? Ja. Die kommen hier gar nicht hoch. Die gehen durch die Türme bereits rein. Die sind auch auf dem Weg, sich zu formieren. Den Polen reißen wir den Hintern auf. Die wagen es nie wieder, uns anzugreifen. Das sage ich euch. Jetzt kriegen wir nämlich ordentlich Verstärkung nochmal auf der Seite hier. Was macht denn ihr jetzt? So, und jetzt aber zack. Mann, das dauert, bis wir die da hochkriegen, weil die auch ständig wieder zurückrennen und sowas. Aber wenigstens haben wir eine Bogenschützenkompanie schon mal wieder oben. So, jetzt aber zeige ich. Positionieren und dann ab dafür. Ihr steht gut. Feuert einfach jetzt von hier aus und gut ist. Was macht denn ihr jetzt hier hinten? Ihr sollt doch auch hier hin. Okay, gut, wir probieren es anders. Wir stellen euch erstmal hier hin. Sieht's aus. 8:40. Los, wir brauchen euch mit hier hinten. Ich hoffe, ihr seid schlau genug, hier lang zu rennen. Nicht wie eure Brüder, die einfach nichts gebacken kriegen. Sind die jetzt bald mal da? Was macht ihr denn hier? Sag mal, seid ihr völlig bescheuert? Wegen euch verlieren wir die Schlacht am Ende noch. Es kann doch wirklich nicht so schwer sein, sich auf diese Mauer zu stellen. Meine Fresse.
Ich weiß gar nicht, was das soll. Was macht ihr denn da überhaupt? Die sind hier mitten in Kämpfe verwickelt. Jetzt reicht's. Wir müssen raus und helfen. Und ihr kommt hier hin. Kann echt nicht wahr sein, oder? Die sind doch echt zu unfähig. Zum Glück haben wir hier wenigstens auch noch ein paar Türme, die ordentlich mitfeuern. Ihr könnt bleiben, wo ihr seid und von hier aus mitfeuern. Macht ihr das auch schön? Man muss hier echt, man muss den Leuten echt alles sagen, was die tun sollen, ne? Sonst nicht in der Lage, das zu machen, was sie sollen. Nee, das sollt ihr nicht. Ihr sollt hier bleiben, wo ihr seid und von da aus feuern. Während die anderen Bogenschützen einfach tun, was sie wollen. Hier, wir haben die Positionierung nicht hingekriegt. Jetzt stehen wir hier am Arsch der Welt. Unsere Bogenschützen rennen dauernd draußen rum, was ich einfach nicht nachvollziehen kann. Was soll denn die Scheiße, Mann? So ein dummes Verhalten von den Truppen, das kann ich einfach nicht verstehen. Hier hinten ist inzwischen gar nichts mehr, worauf wir feuern könnten. Zieht euch zurück. Wir verlieren hier die Schlacht, nur weil meine Schützen nicht tun, was sie sollen. Feuert ihr wenigstens noch? Ihr feuert... Ihr wollt gerade nicht so wirklich. Nur der allmächtige Gott. Ich weiß nicht, was das soll. Wieso feuert ihr denn nicht? Es ist so dumm einfach. Wirklich, es ist einfach so dumm. Ich habe hier alles voller Schützen, aber die Hälfte will nicht ballern. Nur noch die Hälfte der feindlichen Streitmacht ist übrig. Nee, weitaus weniger noch. Das bringt uns nur leider nicht viel. Wir müssen den mit reinnehmen. Wir haben sonst keine Chance. Die versuchen hier derbst durchzubrechen und das ist nicht gut für uns. Ach, ihr wollt nicht feuern, weil ihr keine Muni mehr habt. Das ist natürlich legitim. Bei der Gnade Gottes! Unsere Männer haben den feindlichen General erschlagen. Im Moment liegt das Schlachtfeld das ist doch was. Bei uns. Beten wir, dass es so bleibt. Okay, da können wir unseren General auch wieder rausholen. Die Feinde haben jetzt erstmal genug mit sich selber zu tun. Mal sehen, ob ich euch hier rüber krieg. Ihr habt noch ein bisschen Muni, euch würde ich gerne ein bisschen mehr hier rübersetzen wollen. Hier hinten brauche ich euch eigentlich gerade nicht. Ich brauche euch alle hier vorne. Okay, und ihr kommt zurück. Hier dürfte ich ja eigentlich soweit auch erstmal alles geklärt haben. 70% der Feinde haben wir bezwungen, Freunde. Und so leid es mir tut, wir müssen eine Pause einlegen. Wir sehen uns beim nächsten Mal weiter und sehen den Ausgang der Schlacht. Macht's gut.